Aloha und schön, dass du zuschaust. Ich wurde schon oft gefragt, wie man einen guten Arzt finden kann. Und in diesem Video zeige ich dir, was einen guten Arzt ausmacht, ob ich jemals einen guten Arzt gefunden habe und ja, was wichtig ist, damit du in deine Symptomfreiheit kommen kannst. Warum sind wir überhaupt auf der Suche nach einem guten Arzt? Ich möchte mich hier an dieser Stelle nicht per se gegen Ärzte aussprechen, aber durch meine jahrelange Erfahrung mit meiner eigenen Ärzte-Odyssee, wo mir kein Arzt so richtig helfen konnte, durfte ich feststellen, dass die meisten Ärzte eben nicht holistisch arbeiten, dass die meisten Ärzte einen nicht auf Körper-, Geist- und Seelenebene abholen können. Und es gibt da ein paar gute Ärzte da draußen. Es gibt auch ein paar Ärzte, die Hoffnung machen können. Aber ganz, ganz oft fehlt den Ärzten das Gesamtpaket. Und der eine kann vielleicht das eine Symptom herausfinden und der andere kann dann die andere Diagnose stellen. Aber dass man wirklich nur zu einem einzigen Arzt gehen kann, einmal Blut abgibt und sofort weiß, was Sache ist, das ist einfach eine Illusion. Ich muss euch dazu sagen, ich habe einen richtig, richtig guten Arzt kennengelernt. Allerdings war das kein Humanmediziner, sondern ein Tierarzt. Also es war wirklich ein Tierarzt, zu dem wir gegangen sind, weil es unserem Hund nicht gut ging. Und dieser Tierarzt hat wirklich ganzheitlich gearbeitet für Tiere und hat mir selbst sogar noch etliche Tipps auf den Weg gegeben. Also hier nochmal wirklich Danke an dieser Stelle an diesen Arzt, um ja für mich noch gesünder zu werden, den nächsten Schritt auf diesem Level Symptomfreiheit zu gelangen. Und das war wirklich wie in einem Traum, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir ein Tierarzt gerade solche Informationen zuspielen wird. Sowohl die Ärzte als auch die Patienten sind auf der Suche nach einer Krankheitsbezeichnung, ja, weil in den Leidenden so eine Art Gefühl entsteht, wenn ich endlich weiß, wie meine Diagnose lautet, dann fällt dieser mentale Druck von mir ab, ja, dass eben die Menschen mich nicht mehr als hypersensibel bezeichnen oder mir sagen, dass ich mir was einbilde, sondern dass so ein Gefühl entsteht wie, juhu, ich weiß jetzt endlich, was ich habe, ich weiß, ich habe mir das nicht eingebildet, jetzt kann ich meinem Arzt, meinem Chef, meinem Partner, meinem Umfeld einfach sagen, was ich habe und es ist wirklich eine Diagnose und ich bilde mir das hier alles nicht ein. Und ja, dieses Gefühl, das kann am Anfang für die ersten paar Tage, vielleicht paar Wochen hilfreich sein, bis du dann wieder merkst, dass eben die Diagnose dich nicht heilt. Und bis du merkst, dass es zwar tausende Medikamente da draußen auf dem Markt gibt, aber die Medikamente, wenn überhaupt, nur das Symptom betäuben. Aber wenn du das eine Symptom betäubst, dann kann es sein, dass direkt das nächste Symptom hervorkommt und das nächste Symptom dich heimsucht. Du hast im Endeffekt das Ganze nur verschoben, von der einen körperlichen Ursache zur nächsten. Und ein neues Symptom bricht aus und dann bist du wieder auf der Suche. Was ist es für eine Krankheit? Welches Medikament kann mir helfen? Und so drehst du dich einfach nur die ganze Zeit im Kreis. Und da musst du dir einfach verständlich machen, dass eine Diagnose die Ursache nicht heilt und auch ein Medikament die Ursache nicht heilt. Ein Medikament ist nur dafür da, um dir im Anfangsstadium Linderung zu beschaffen. Und ich sage nicht, dass Linderung falsch ist, definitiv nicht. Und ich sage auch nicht, lass dich nicht von einem Arzt begleiten. Aber ich möchte dir sagen, dass die Verantwortung für deine Gesundheit kein Arzt und keine Diagnose tragen kann, sondern die Verantwortung für deine Gesundheit trägst du selbst, denn du hast diesen Körper. Ja? Du hast diesen Körper, du bist in diesem Körper und es kommt auf dich an. Das, was du isst, was du trinkst, was du deinem Körper im Endeffekt zuführst, ja? Die ganzen Umwelteinflüsse, was ich schon alles im ersten Video aufgeführt habe. Darauf kommt es an, körperlich, geistig, wie du denkst, ja? Seelisch, bist du auf deinem Seelenweg? Lebst du wirklich dein volles Potenzial? Bist du komplett in deiner Kraft oder ja, fehlt es dir noch an etwas? Denn selbst wenn die Symptome verschwinden würden alle und du würdest das alles mit der Ernährung hinbekommen, wärst du dann wirklich zufrieden? Das ist so halt die Frage und deswegen ist die Sache die, meinst du, es macht wirklich Sinn, nach der Diagnose zu suchen,
wird es dir wirklich besser gehen nach der Diagnose. Und ich möchte dir, ja, auch wenn es für mich selbst vielleicht irgendwo nicht gut geht, aber diese Illusion nehmen. Vielleicht empfindest du mich jetzt als gemein und unsensibel oder so, aber wenn das dazu führt, dass du verstehst, dass die Verantwortung in deinen Händen liegt, dann bin ich lieber unsensibel, weil ich bin lieber ehrlich und sage dir die Dinge so, wie sie sind, statt sie dir irgendwie zu verheimlichen, zu verschleiern und du hast ja vielleicht Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Egal wie gut dein Arzt ist, deine Gesundheit liegt in deinen Händen, nicht in seinen Händen. Ja? Und wenn er dir diese Diagnose gibt, dann liegt es an dir, deine Glaubenssätze zu verändern, deinen Stresspegel runterzufahren, diese Dinge eben selbst anzugehen und auf dich zu schauen. Und ich glaube, es ist nicht überraschend für dich, wenn ich dir jetzt sage, dass eine Autoimmunerkrankung oft nicht alleine kommt. Es kommen oft andere Autoimmunerkrankungen noch hinzu. Und das Interessante zu diesen Autoimmunerkrankungen ist, dass wir die gleichen Dinge anwenden können, ja, also holistisch Körper, Geist und Seele uns anschauen und dabei bei 90% der Symptome eine Linderung erfahren, die Dinge verschwinden und wir weniger krank sind mit den gleichen Mitteln. Und dabei gibt es tausende Medikamente auf dem Markt, die das Gleiche nicht liefern können. Wie kann das sein? Und wenn es doch so leicht ist, warum ändern das die Menschen nicht? Ja? Denn jeder weiß, dass Süßigkeiten uns nicht gut tun. Dass wir darauf achten sollen, weniger Stress zu haben, Stress zu meiden, einen guten Umgang mit Stress lernen sollten. Jeder weiß, dass uns keine Bewegung, also wenig Sport, nicht gut tut, sondern dass es uns gut tut, uns viel zu bewegen. Wir wissen das alle, aber warum tun wir das nicht? Warum setzen wir das Ganze nicht um? Ja, und auf der einen Seite ist es einfach so, dass es schwierig ist für viele, ihre Gewohnheiten zu verändern. Ganz ehrlich, für mich war es auch mega schwierig. Aber ich kann dir sagen, wenn du über diesen ersten Punkt hinweg bist, wenn du dich erstmal dem Ganzen gestellt hast, dann baust du so eine Art Momentum auf. Und dieses Momentum, das reißt dich so richtig mit und du gehst immer weiter, 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 weiter und weiter. Aber du musst dich trauen, die ersten Schritte zu gehen, die ersten Dinge umzusetzen und dafür zu gehen und das immer wieder und immer wieder. Und selbst wenn es dich ein paar Schritte wieder zurückwirft, dann wieder dran zu bleiben und weiterzugehen und weiterzugehen. Und irgendwann bist du wie eine Dampflok, die immer weiter in Richtung Symptomfreiheit rast und diese halt dann auch eben erlangen kann. Es ist auch so, dass wir uns angewöhnt haben, Stress zu haben. Und wir fühlen dieses Gefühl, und dieses Gefühl ist schon normal für uns. Und vielleicht würdest du sogar sagen, ich habe doch gar nicht so viel Stress. Das habe ich früher übrigens auch oft behauptet. Denn es war normal für mich. Es war normal, diesen Stress zu fühlen. Deswegen habe ich Stress nur gefühlt, wenn er noch mehr gesteigert wurde. Und durch diese Normalität fiel es mir auch sehr, sehr schwer, so wie vielen anderen Menschen, diesen Stress loszulassen. Denn wenn du diesen Stress minimierst, fängt dein Unterbewusstsein an, sich neuen Stress zu suchen, Stress irgendwie zu finden, macht dich noch mehr aufmerksam auf Dinge, die dich vielleicht stören. Denn wenn dieses Gefühl nicht mehr ist, dieses gewohnte Gefühl, was dir das Gefühl gibt, das ist das Normal, dann ist da plötzlich ein Nichts, eine Leere, ein Gefühl der Leere, was sehr viele von uns nicht aushalten können. Und wenn wir dieses Gefühl haben, neigen wir dazu, wieder in die alten Muster zurückzuspringen. Du kannst dir das so vorstellen, wie das Gefühl der Leere, ich weiß nicht, ob du vielleicht mal geraucht hast oder so, aber wenn du dann aufgehört hast zu rauchen oder vielleicht kennst du einfach Ex-Raucher, denen es ganz, ganz schwierig fällt, aufzuhören, die haben da dieses Gefühl der Leere, dieses Gefühl, da fehlt doch was, da fehlt doch was. Und genau das ist das gleiche Gefühl beim Stress, denn der Körper gewöhnt sich an diesen Stress. Der gewöhnt sich, also die Nebennieren gewöhnen sich auch darauf, Hormone reinzupumpen in den Körper, weil sie wissen, du hast halt einen gewissen Stresspegel und dann pumpen sie das alles rein, weil sie produzieren es ja eh und die müssen sich erstmal umstellen und verstehen, hey, du machst da gar keinen Stress mehr, du möchtest dich erstmal entspannen und deswegen, ja, mach langsam. Mach langsam und versuch dich zu entspannen und versuch dieses Gefühl der Leere anzunehmen, denn das vergeht. Nach ein paar Wochen ist das weg und dann ist das andere für dich das neue Normal. Wie du merkst, wird kein einziger Arzt dir helfen können,
deine Gewohnheiten zu verändern. Das liegt wirklich in deinen eigenen Händen. Wobei ein Arzt dir helfen kann, ist es, wenn du einen Nährstoffmangel hast, und den hast du wahrscheinlich als Autoimmunpatient, diesen aufzufüllen. Denn durch den Stress, durch Funktionsstörungen in deinem Körper ist es so, dass dein Körper einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf hat. Und da macht es Sinn, sich dann auch noch ein paar andere Hormone anzuschauen, sich das Ganze nochmal holistisch anzuschauen. Und deswegen gehen wir mal auf den nächsten Punkt rüber. Was für Qualitäten sollte eigentlich ein guter Arzt mitbringen? Ein guter Arzt nimmt dich mit deinem Anliegen ernst. Er nimmt sich Zeit und hört dir gut zu. Ein guter Arzt versteht, dass nicht alles von der Diagnose abhängig ist, sondern auch von deiner eigenen inneren Einstellung. Ein guter Arzt versteht, dass chronische Krankheiten auch in Remission gehen können, dass es Spontanheilungen gibt. Er schließt einfach nichts aus. Er schließt diese Wunder dieser Welt nicht aus. Er sagt nicht, du bist unheilbar krank und wirst dein Leben lang auf diese Medikamente angewiesen sein. Ja, denn er glaubt daran, dass es auch anders möglich ist. Ein guter Arzt nimmt sich Zeit, um neue Studienergebnisse auszuwerten, das zu recherchieren, um dazu zu lernen, ja, und sich immer weiterzuentwickeln und fortzubilden. Ein guter Arzt ist selber fit, gesund und glücklich und zufrieden. Er hat einfach eine gute Work-Life-Balance. Und das Problem bei den meisten Ärzten, und ich kann echt sagen, sie versuchen alle ihr Bestes da draußen, das ist das, was ich wirklich glaube, sie geben ihr Bestes, das, was sie zumindest zu geben haben. Die Ärzte, die sich ausbilden lassen, lernen im Studium veraltete Methoden, weil die Lehrpläne gar nicht so schnell nachkommen wie Studienergebnisse, wie Analysen schon voranschreiten in der Forschung, und das Ganze wird noch nicht übernommen, die Lehrpläne. Dementsprechend sind Ärzte nach dem Studium nicht up to date. Und dann fehlt ihnen in der normalen Kassenarbeit schlicht und weg ergreifend die Zeit dafür. Ja? Die Zeit dafür, sich fortzubilden, sich Vorträge anzuhören, neue Studienergebnisse zu lesen etc. pp. Denn sie sind auch von dem Geld abhängig, was sie verdienen. Und sie sind davon abhängig, dass die Krankenkasse ihnen dieses Geld gibt. Und die Krankenkasse gibt ihnen einen bestimmten Stundensatz pro Patient. Und da versuchen sie einfach ihr Bestes zu geben, um ihre Arzthelferin zu bezahlen, die Geräte für die Analysen etc. pp. Ja, es sind auch sehr, sehr viele hohe Kosten damit verbunden. Also wir können nicht diese ganze Verantwortung, die gerade in der Medizin da stattfindet, diese ganze Misere, wo Menschen jahrelang krank bleiben, obwohl sie nicht krank bleiben müssten, alles auf die Ärzte schieben. Das funktioniert nicht. Lass uns mal ein kleines Experiment machen. Stell dir vor, du selbst bist jetzt Arzt. Und stell dir vor, wie motiviert du sein würdest, wenn du Tag ein, Tag aus als Kassenarzt folgendes Szenario präsentiert bekommen würdest. Da kommen Menschen mit ihren Leiden zu dir, erzählen dir ihre Leiden. Und wenn du ihnen zeigst, ja, wie sie mit den einfachsten Dingen, Ernährungsumstellung, Stressbewältigung, Meditation, ja, sich mal wieder hinterfragen, was macht mir Spaß, wo geht es hin, ja, wo sind meine Fähigkeiten, was macht mir besonders Spaß, ja, wo lebe ich einfach mich selbst aus? Wenn ein Arzt ihnen das sagen würde, denn du weißt, es hilft definitiv dabei, dieses ganze Stressniveau zu senken, wärst du dann noch motiviert, wenn die meisten Menschen das gar nicht umsetzen würden? Denn auch wenn es mir echt schwerfällt, das zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die zu Ärzten gehen, um einfach nur ihr Leiden zu erklären, um zu sagen, ich leide so, so stark, ich habe die und die Symptome, bitte gib mir was, damit dieses Symptom sofort verschwindet, denn ich möchte keine eigene Verantwortung für mein Symptom übernehmen. Und gehen da einfach raus, setzen nichts um und bekommen dann vielleicht im besten Falle von diesem Arzt eben die Aufmerksamkeit, indem er ihnen Zeit schenkt, vielleicht auch die Aufmerksamkeit, indem er ihnen Mitgefühl schenkt, weil sie das Mitgefühl schon von keinem anderen aus ihrem Umfeld mehr erfahren können. Sie bekommen das nicht mehr und dann fangen sie an, zu Ärzten zu gehen. Ja? Ich glaube zwar nicht, dass jetzt jeder Hashimoto-Patient dazugehört, aber ich glaube, ganz, ganz viele alte Leute gehören dazu, die dann auch eben wenige Angehörige mehr haben oder kaum noch Menschen, die sich um sie kümmern, kaum Menschen, die ihnen zuhören. Und auch diese Ärzte suchen sich Hilfe bei, diese Menschen, nicht Ärzte, diese Menschen suchen sich Hilfe
bei den Ärzten. Ja, sie suchen sich Hilfe bei den Ärzten, um da ein schönes Gefühl zu bekommen, um da eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Das machen sie auch nicht aus bösem Willen, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Meiner Meinung nach geht es deswegen nicht darum, den perfekten Arzt zu finden, sondern, wie schon ganz oft gesagt, Stress zu minimieren, Nährstoffe aufzufüllen, Gifte aus dem Körper auszuleiten. Und das kann den meisten Hashimoto-Patienten helfen, denn wie gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht um eure Erkrankung kümmert, kann es sein, dass es noch 10 Jahre gut geht, 20 Jahre gut geht, aber irgendwann zum Beispiel mit der nächsten Hormonumstellung oder mit der nächsten Schwangerschaft kann es halt dazu führen, dass zu dieser Hashimoto-Erkrankung noch eine weitere Autoimmunerkrankung hinzukommt, weil der Körper einfach noch ein bisschen mehr belastet worden ist. Und dann ist man wieder in dieser Negativspirale und steckt da drin. Ich kann es sehr, sehr gut nachfühlen, wie wichtig das ist, eine Diagnose zu haben. Und auch bei mir war es so, dass mich erst meine Diagnosen so richtig wachgerüttelt haben. Dass sie mich erst so richtig aus diesem Tiefschlaf wachgerüttelt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich zumindest den ersten Schritt gegangen bin, um gesünder zu werden. Aber da müsste dann noch mehr Leiden erstmal draufkommen. Und ich kann dir sagen, du musst nicht noch mehr leiden. Du kannst jetzt, wo es dir schon nicht ganz so schlecht geht, direkt mit den Dingen anfangen, die hier in den vielen Videos schon erwähnt worden sind. Warum? Weil jetzt hast du noch die Power dafür. Wenn es dir einmal so dreckig geht wie mir, wenn du richtig am Boden bist und jede Bewegung wehtut, dann ist es so schwer, sich da wieder rauszukraxeln. Und ich sag dir, lass es lieber nicht dazu kommen. Aber der Mensch hört ja nicht. Ich habe selbst auch nicht gehört. Ich habe erst so lange provoziert, bis ich so richtig gelitten habe, so richtig gelitten. Denn erster Leidensdruck hat mich da rausgebracht. Und ich kann dir da den Tipp geben, wenn du sagst, du brauchst einen Arzt, du brauchst eine Diagnose, kann ich voll verstehen und du möchtest vielleicht einen Kassenarzt haben, dann schau doch mal bei Facebook, da gibt es ganz, ganz viele Gruppen zum Thema Hashimoto und schreib da einfach einen Beitrag, aus welcher Region du kommst, was du da gerade suchst, weil die meisten Ärzte, die dort empfohlen worden sind, ich habe da auch schon einiges recherchiert, waren trotzdem meistens Ärzte, die selbst bezahlt werden müssen, die privat waren oder eben Heilpraktiker, die du auch selbst bezahlen musst, weil die meisten Kassenärzte schlicht und ergreifend kaum Zeit dafür haben, sich weiter fortzubilden, eben diese Dinge noch weiter und tiefer zu vervollständigen, denn sie sind auch meistens nicht nur zuständig für eine Krankheit, sondern für zig Krankheiten, was das Spektrum dann riesengroß macht. Und ich glaube, ich wüsste da selber nicht, wo oben und unten steht. Puh. Und jetzt kommt noch echt eine Wahrheit, bei der es mir richtig, richtig schwer fällt, sie auszusprechen. Aber ich weiß, dass sie mega wichtig ist und ich mir vorgenommen habe, dir das Ganze mitzuteilen. Wenn du chronisch krank bist, kann es auch sein, dass du daraus einen Vorteil ziehst. Und dieser Vorteil ist nicht direkt komplett ersichtlich. Dieser Vorteil entsteht dadurch, dass wenn du ganz, ganz stark leidest, du von anderen Menschen, von deinem Umfeld Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung bekommst. Du dich vielleicht ja, wie etwas Besonderes fühlst, was du sonst so an Gefühl nicht bekommst. Und ja, du mehr Liebe von ihnen geschenkt bekommst, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit. Und vielleicht bekommst du das noch nicht mal, aber hoffst unterbewusst, das zu bekommen. Also ich will dir jetzt auch nicht sagen, dass du das bewusst machst. Es ist ein ganz, ganz unterbewusster Prozess. Und wie kann es dazu kommen, dass wir unterbewusst uns krank machen, nur um diese Aufmerksamkeit zu bekommen? Es liegt am allerersten daran, dass du dir diese Liebe, die du da im Außen suchst, dir selbst nicht geben kannst, weil du es eben nicht gelernt hast. Und als zweites kann es sein, also wenn du dich jetzt vor allen Dingen dadurch getriggert fühlst, was ich hier gesagt habe, fühl da mal wirklich tief rein, ob das bei dir so zustimmt. Es kann sein, dass wenn du krank warst als Kind, du von deinen Eltern mehr Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hast. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass du unterbewusst abgespeichert hast oder dein Körper, wenn ich krank bin, bekomme ich Liebe. Und wenn dein Körper gerade wirklich Liebe braucht, weil du durch deine Depression ja noch mehr Nährstoffmangel erzeugst, durch den Nährstoffmangel noch mehr Depression erzeugst, durch die Depression ganz, ganz viele negative Gedanken hast und dein Körper einfach schon nicht mehr kann, weil er sich wertlos und scheiße und wirklich dreckig fühlt, dass er sich diesen Mechanismus der Krankheit als Sprache, ja, also die Krankheit ist so gesehen die Sprache der Seele, ja, das ist einfach, dass sie einfach sagt, so, es reicht jetzt, du redest so
schlecht von dir selbst, du bist so schlecht zu dir selbst, du sabotierst dich selbst, es reicht, hier ist das Symptom, hier ist das Stoppzeichen, sieh doch hin, dass der Körper dann dieses benutzt, um einen Schlussstrich darunter zu ziehen, um eben zu sagen, es reicht jetzt, schau hin. Und dann leide, fängst du an zu leiden und dann suchst du statt in dir im Außen die Liebe, Anerkennung und Aufmerksamkeit, obwohl du sie dir selbst nur geben kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du meine Arbeit gut findest, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar darunter, das würde mich total freuen. Teil das Ganze mit deinen Liebsten, die Autoimmunerkrankungen haben und aus dem Ganzen aussteigen wollen und endlich ihr volles Potenzial leben wollen, weil ich weiß ganz tief, in euch steckt so ein tiefes Potenzial und eure Seele kommuniziert mit euch, weil sie euch sagen will, hey, komm da raus, du hast hier noch was mega gewaltiges, bombastisches vor. Und mein Auftrag ist es einfach hier, diesen Menschen zu helfen, ihre schönen Visionen zu leben und sie zu feiern und Spaß zu haben. Ja? Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, damit du kein anderes Video mehr von mir verpasst. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Liebe, Barmherzigkeit auf deinem Weg der Genesung, auf deinem Weg der Heilung. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich bin tief dankbar, dass mich diese Erkrankung heimgesucht hat, denn sonst würde ich nicht hier stehen, im Bergregenwald Perus und Videos für euch drehen und Spaß dabei haben und dieses Leben ja, so feiern, so genießen, wie ich es mir vorgestellt habe und eben nicht auf die Norm achten, das, was mir andere gesagt haben, sondern für mich selbst gehen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.